Hallo, beste Stimme. Willkommen zu unserer ersten Probe in dieser Situation. Gucken wir, wie es läuft heute. Wir machen einen kleinen Test und wir fangen heute mit unserer The Pink Panther. So, bitte nehmt eure Noten, deine, und gucken wir, wie es läuft. Wir haben das schon einmal in der Probe, diesen Anfang gelesen, und wir arbeiten heute nur wie der Anfang von dem Stück. Der Stück hat keinen Text, hat immer bada bada, badu bada, und wir sehen Instrumenten. Denk immer, immer, immer wie ein Big Band, immer Klang von Instrumenten. Ich mache keine Einsingen bei diesen Videos, ich gehe direkt zur Arbeit. Und dann, wenn du jetzt allein zu Hause bist, es geht, glaube ich, schwieriger. Wenn du ein bisschen Zeit hast, lasse deine Stimme locker und arbeite immer, immer mit Ruhe und ja, hör das Video. Geht zurück in das Video viermal wie möglich und egal. Gehen wir direkt zu unserem Anfang von The Pink Panther. Man hört in der Klavier, so, ne? Und dann fängt der Bass. Bada, 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 bada. Dreimal das Gleiche. Und immer mit einem schönen Staccato in der Mitte. In der Mitte. Badu, bada, badu, bada. Und halt diese langen Noten so stabil wie möglich. Find einen Platz in deiner Stimme, wenn das stabil ist. Nicht aber da, badu, bada. So, sehr stabil mit der Luft. So, man hat das super gut. So, badu bada noch einmal, dreimal so. Ein, oh. Badu bada. Badu bada. Badu bada. Jetzt von oben nach unten. Oh. Badu bada. Badu bada. Badu bada. Badu bada. Bemerkt hier in der Takt 14 kommt noch ein neuer Badu Bada. So, wir machen meistens drei Badu Badas. Das erste ist der normale, na? Badu Bada. Einmal sehr langsam, die erste Note sehr sauber. Badu Bada. Zum diesem Ziel wir. Und dann, wenn wir von oben nach unten, wie in der Takt 10, der zweite Hälfte von 10, man hört diese Halbton unten. Badu Bada. Singen wir einmal die erste und der zweite. Das bedeutet Takt 9 zum Beispiel mit Auftakt und Takt 11 mit Auftakt. Das ist einmal nach oben, einmal nach unten. Ein, oh. Badu Bada. Badu Bada. Es muss sehr sauber sein, weil diese Noten sind alle chromatische. Das kann sein, dass wenn man nicht so gut lernt, wir würden verloren sein. So, lernt sehr sauber, wie ist deine erste? Und dann. Jetzt kommt der Auftakt für Takt 15, der nächste. Wir kommen nach oben. Und dann hier. Ist nicht Halbton unten, aber ganze Ton unten. Diese ist ein bisschen schwieriger, ja? So, wenn man merkt, die lange Note und dann die nächste Note, die kommt danach für die nächste Gruppe, das ist das Geheimnis für alles. So, das bedeutet, Takt 9 mit Auftakt, wir haben badu, bada. In der Takt 10, wir müssen nur Halbton unten gehen. Badu, bada. Und dann, wir kommen wieder nach oben mit der normalen Seite. Badu, bada. Das Problem ist jetzt, Takt 14 zum Takt 15. Badu, bada. Mach das ein paar Mal, diese badu, bada, badu, bada. Singen wir mit, oh, ey. Badu, bada, badu, bada. Noch einmal, Auftakt für 13, ein, oh. Badu, bada. Verstanden diese drei Gruppen von Bada Badu Badas, das wir haben. Immer sehr staccato bei Badu Bada. Und ich glaube, bis zum Konzert, wir machen ein bisschen witzige Sache mit
wir müssen finden, welche Instrument seid ihr hier? Und wir können das in einen lustigen Weg machen, ne? Dass wir alle ein Instrument haben. Jetzt, du bist zu Hause mit viel Kreativität. Denke, welches Instrument du bist. Sag mir bitte, schreib entweder hier in YouTube oder, ja, guck das, das ist ja ein Blog jetzt. Schreib hier in YouTube oder in WhatsApp oder E-Mail, egal. Schreib mir Ideen, von was für Instrument bist du hier? Was hast du in Gedanken, wenn du singst? Badu bada. Machen wir von der Takt, vom Anfang. Alle diese Badu badas, wir haben noch ein bisschen zu lernen heute. Komm, oh, von der ersten. Ein, oh. Badu bada. Badu bada. Badu bada. Kurz. Der Takt 20 jetzt ist kurz, nicht vergessen. Echt kurz, so die Frauen können weitergehen. Das haben wir gelernt. Wir machen jetzt von der Takt 20 bis der Ende von dieser Seite. Das bedeutet, das ist ein Au. Entschuldigung, aber Badu Bada. Langsamer Rutsch nach unten. Der Takt 22 ist wa, wa, da ba du bau. Da ba du bau. Okay, egal. Aber wichtig, dass wir kommen von dieser ba du ba da. Da wa, da ba du bau. So, ba du ba da. Wir machen nur bis hier heute. Ich glaube, es ist ein bisschen schon Arbeit. Ich schicke alle diese Material noch einmal per Internet auch, so dass man kann mit Internet lernen. Aber wichtig, dass wir kommen für immer für diese Proben hier, so man weiß genau, was für Artikulation wir haben. Später wird ein bisschen mehr interessant, das Stück. Es kommt. Bis dann.